Hallo, guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Tagesorakel. Wir haben Sonntag, es ist der 26. März, ist der März auch schon bald um, es ist krass. Ja, 2023, sorry. Um was geht's denn heute? Um Feuer und Leidenschaft und um die grüne Wiese, die Verletzlichkeit. Kann jetzt einiges bedeuten, ich versuche mich aber kurz zu fassen. Gut, heute ist Sonntag, ne? Ist immer wieder jeder Tag die Einladung, sich mal auf die grüne Wiese zu begeben, um aufzutanken. Jeder Mensch hat so eine gewisse Art von Verletzlichkeit, von schwacher Seite, sagen wir mal so. Und bist du innerhalb der letzten Zeit häufiger auch schon mal mit schweren Energien bombardiert worden, tut es einfach immer gut, mal raus in die Natur zu gehen, sich ordentlich zu erden, einzuatmen, auszuatmen, durchzuatmen und echt wieder Kraft zu tanken. Heute ist ein Tag, wo du diese Erdung unter Umständen auch nochmal nötig hast, denn es scheint mir hier jemand mit viel Feuer und Leidenschaft auf dich zuzukommen. Entweder ist es so, dass du es genießen kannst, oder aber jemand versucht dich da mit Feuer und Leidenschaft fast abzufackeln und triggert deine alte Verletzlichkeit nochmal an. Das kann jetzt beides bedeuten. Wir gucken mit den Zapunzels, was genau sich denn heute zeigen möchte in deine Richtung. Spirit der Sonntag, was bringt damit? Ja, was ich sagte, eine Begegnung, die entweder dafür sorgt, dass sich etwas reinigt. Es kann was sein wie ein Gewitter und danach ist die Luft auch wieder frischer. Es kann aber genauso sein, dass du danach das Empfinden hast, ich muss mich mal reinigen, weil das war einfach too much. Das kann mein System so noch nicht verknapsen. Entweder das eine oder das andere. Jeder Mensch ist halt eben auch ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Ihr wisst, was helfen kann. Und ich wünsche dir heute trotz alledem oder gerade deswegen einen wunderschönen Sonntag. Lass es dir gut gehen. Genieß die Natur. Bleib mir vor allen Dingen gesund und gerne bis zum nächsten Mal.